Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Kollegin Kindl, Ihre sozial-ökologische Transformation, kann man ja heute nachlesen, ist deutlich fehlgeschlagen. Deutschland befindet sich, die deutsche Wirtschaft, in einer Rezession. Im Grundsatz geht es hier bei dem regionalen Wohlfahrtsindex, kurz RWI, darum, dass ein Plädoyer dafür gehalten werden soll, dass das Bruttoinlandsprodukt als der Maßstab für Wirtschaftskraft und für den Wohlstand eines Landes ausgedient habe. Letzten Endes prallen also hier zwei Weltbilder aufeinander. Auf der einen Seite die der Grünen mit einer rein ökologischen Politik, auf der anderen Seite die der realpolitisch orientierten Wirtschaftswissenschaft. Die grundsätzliche Frage, die sich aus beiden Ansichten ergibt und somit tatsächlich im Raum steht, ist, ob man überhaupt einen neuen Indikator zur Messung der Wohlfahrt eines Landes benötigt. Die Diskussion darüber ist nicht neu, denn schon in den 1970er Jahren hat man wissenschaftlich, politisch und gesellschaftlich über das BIP, über die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung debattiert. Grund dafür war damals der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums und der dann in 1973 erhebliche Anstieg der Weltmarktpreise für Öl und andere Rohstoffe. Aktuell sieht es ähnlich aus, denn heutzutage hat die Ökologie und der Klimawandel Einzug in die politische Debatte gehalten. Unter anderem führen diese beiden Themen zu der momentanen Debatte über veränderte Indikatoren zur Wohlfahrtsmessung. Aus Sicht der AfD ist hier positiv zu bemerken, dass das Bruttoinlandsprodukt die damalige Diskussion überstanden hat, was Anlass zur Hoffnung gibt, dass es auch diese aktuelle und grünlastige Debatte übersteht. Meine Damen und Herren, Voraussetzung über die Bewertung der Systeme ist, dass eine Diskussion über die Indikatoren wissenschaftlich und sachlich geführt wird und nicht mit Aussagen belastet wird wie fragwürdige Ignoranz gegenüber der Arbeit von Wissenschaftlern oder Bezeichnungen als fundamental oppositioneller Beißreflex, wie sie ja von Herrn Frömmrich in seiner Pressemitteilung gegenüber aufkommender Kritik getätigt wurden. Es liegt auf der Hand, dass solche abwertenden Aussagen eine vernunftorientierte und wissenschaftlich basierte Debatte im Keim ersticken und Kritik unmöglich machen soll. Meine Damen und Herren, im Allgemeinen ist das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes als weltweit wichtigstes Maß für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes anerkannt. Es steht auch außer Frage, dass die Aussagekraft des BIP nicht allumfassend ist, aber dies wurde ja auch nie bestritten. Selbstverständlich ist es sinnvoll, bei spezifischen Fragestellungen auch weitere Indikatoren hinzuzuziehen. Es wäre jedoch nicht richtig, das BIP vollständig durch einen anderen Wohlfahrtsindikator zu ersetzen. Die Grünen, die hier den regionalen Wohlfahrtsindex als das höchste Maß der Dinge ansetzen wollen, wollen damit wissenschaftlich unterlegen, wie ihr politisches Handeln sich im Lande auswirkt. Dabei bleibt natürlich unerwähnt, dass der Indikator durchgängig mit grün lackierten Faktoren gespickt ist. Meine Damen und Herren, die Arbeit der Wissenschaftler, die hinter dem RWI stehen, ist sicherlich nicht falsch. Aber es ist vielmehr eine moderne und angepasste Berechnung, während das BIP zeiten- und epochenüberdauernd ist und sich eben nicht auf momentane Politiktrends einlässt. Das BIP wurde im Laufe der Jahrzehnte stets weiterentwickelt, Schwächen wurden erkannt und auch behoben. Aber die Diskussion darüber, ob der RWI ein Maß zur Wohlfahrtsmessung oder nur ein Nebenindikator ist, würde ich jetzt zuerst der Wissenschaft überlassen. Wir bleiben dabei, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als weltweit wichtigstes Maß für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes anerkannt ist, auch wenn es einzelne Schwächen aufweist, die aber, wie bereits gesagt, durch realwissenschaftliche Weiterentwicklung beseitigt werden können. Und so ist diese Aktuelle Stunde für uns lediglich ein nettes Wahlkampfgimmick, aber von einer fundierten, sachlichen Diskussion gerade nach den Aussagen von Herrn Frömmrich weit entfernt. Vielen Dank.